Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft gefangen. Und wir sind wirklich gefangen unter Wasser, unter einer Glaskuppel mit einem halben Herzen, wir beide. Deswegen müssen wir jetzt gerade erstmal schnell uns was reinfuttern, damit wir wieder hochgehen vom Leben. Wir wurden gerade, also Logo, was passiert in der letzten Folge? Es war einfach zu krass. Wir wären fast gestorben, nur um eine Rune zu holen, die uns dann vergiftet hat, die uns um nichts bringt, wieder zu sterben. Diese Aber Rune bringt uns gar nichts. Ich glaube, du solltest von Butter irgendwann zu Käse wechseln. Käse gibt nämlich 1,5. Butter gibt doch nur 1, oder? Ja, Butter gibt nur einen halben, glaube ich. Eine Butter. Ah, okay. Ja, dann wächst du irgendwann zu Käse. Ist, glaube ich, besser. Ich habe auch noch Tomatensuppe. Tomatensuppe baller ich mir jetzt auch einmal rein hier. Im Endeffekt würde ich jetzt gerne alles essen, was irgendwie geht, nur um wieder Leben zu bekommen. Ich habe echt Angst, dass wir sterben. Weil wenn jetzt einer von uns stirbt, Leute, dann wird die Welt gelöscht und wir können von vorne anfangen. So ist das eigentlich bei Minecraft gefangen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, pass auf über dir. Denn wir können doch hier oben Wassereinbruch! Raus. Ich will nur raus hier, ich will nur hier weg. Hier wieder in die Oberfläche. Hast du das Schiff hier irgendwo geparkt? Ja, ach, vorne. Oh, danke, hier vorne geparkt. Wir sind ja gleich wieder zu Hause. Das war unser kleines Abenteuer jetzt hier gerade. So, ja, dann fahren wir jetzt langsam Richtung Insel zurück. Ja. Alter Schwede, es war wirklich stellenweise ganz, ganz knapp. Stell dir vor, wir wären erst in diesen Raum gegangen, du hättest die Rune angeklickt. Und dann wären da noch die Monster gewesen. Dann wär's das jetzt gewesen. Wir wären einfach gestorben. Ich weiß gar nicht, wie wir das überlebt haben, ne? Trotz die der Vergiftung. Die ganze Insel wäre weg. Guck dir dieses kleine, schöne Plätzchen Erde an, was wir hier geschaffen haben. Ja, das war vorher nur so ein ganz kleiner Sandhaufen. Ja, und jetzt ist es das alles hier. Also Alfie habe ich in der letzten Folge übrigens wiederbekommen, Leute. Alfie ist wieder am Start. Der bewacht jetzt hier schön zu Hause hier, darf er schön sitzen. Na, hallo Alfie, immer noch seine Schleife hat er noch an. Also hier ist alles immer noch super. Ich habe, wie ihr sehen könnt, hier wieder unser Gunpowder Reeds. Die geben mir alle Gunpowder für TNT. Die habe ich alle angepflanzt. Weißt du, wenn ich das früher im Megaprojekt gehabt hätte oder bei Minecraft Novus oder so, da die Welt wäre eine andere gewesen, wenn man so easy die ganze Zeit TNT farmen könnte. Einfach nur die Dinger hier anpflanzen. Das ist schon ziemlich stark, ja. 27 Gunpowder habe ich dadurch jetzt wieder. Warte mal. Was treiben sie hier? Was soll das? Warte. Pokéball. Zack. Wieder zurück mit ihnen. Das ist jetzt super strange. Oh. Die ist halt einfach da rausgekommen. Geh rein. Liebe Kuh, bitte gehen Sie wieder zurück. So, jetzt ist sie wieder am Start. Wie das sein soll. Färbern wir uns nochmal hier eine schöne Tomatensuppe rein. Aber schauen wollt, diese Rüstung, was die eigentlich bringt, ja? Explodes and uses some durability. Hä, was bedeutet das? Könnte sein, wenn ich vielleicht was schlägt, dass es explodiert. Das wäre wohl ultra stark. Ich brauche diese Rüstung. Ich brauche da führt ja kein Weg dran vorbei. Zack, 6 weitere TNT habe ich gemacht. Man braucht halt so viel TNT. Das ist echt nicht normal. Die wertvolle Kiste, oder? Ja, wo ist denn das ganze TNT? Hast du es vor mir versteckt? Nee. Nee, da kam aber schnell. Nee. Ja, eigentlich nicht. In anderen Projekten haben andere Leute immer versucht, TNT von mir zu verstecken. Weil du dich wahrscheinlich auch damit angestellt hast. Ja, das kann wahrscheinlich ein bisschen sein. Okay, ich tue es in die Wertvollkiste, ja. Wir sparen hier weiterhin auf ordentlich viel TNT, Leute. Das wächst jetzt ja alles nach und nach. Also wir werden so oder so noch alles zusammenbekommen. Dann mache ich mir mal gar keine Sorgen. Aber jetzt haben wir erstmal eben unser Steel Tool. Hier ist Steel Pickaxe. Dann können wir eigentlich runtergehen, wenn du willst. Willst du ein bisschen Lohnstaub? Oh, woher hast du den? Den habe ich von einer Lohe. Wo hast du eine Lohe getötet? Gerade eben. Ach, waren die da unter Wasser? Als du dich umgedreht hast, hast du nicht hingeguckt? Hä? Gerade eben habe ich noch eine getötet. Wo bekommst du Lohnstaub her? Aus einer... Ach, man kann auch Schwarzpulver Lohnstaub machen. Wie krass das denn? Ja, solange merkt man, dass du doch eigentlich ein bisschen Ahnung hast, ne? So ein ganz bisschen. Das ist dieser Eo-Rune, die ist gefährlich, Leute. Von der bekommt man nämlich von der Vergiftung. Da müssen wir saumäßig aufpassen. Okay, wir brauchen Obsidian. Das ist jetzt die große Mission für die Folge. Yep, ich komme runter. Ja, das dauert so lange, dieses Obsidian abzubauen. Ja, das ist wirklich... Wir machen hier einmal kurz Strip-Mining. Aber wir brauchen noch Lava. Ja, ja, da finden wir auch. Wir finden Diamanten und wir finden Höhlen, wo Lava ist. Alles hier die richtige Höhe. Ich habe Diamanten. Ich baue sie. Ist die Ader groß? Ja, einer und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun. Das heißt, Alter. Wir können mein Schwert komplett reparieren, können ein Enchantment Table machen. Alter, geil. 9 Stück. Ist ja wohl super geil stark. Ey, das ist so gut. Das ist so gut. Ja. Guck mal hier. Oh, ja, ich bin drin, ich bin drin. Bist du auch drin? Ich habe, glaube ich, die Decke angegraben. Ja.
Aber mit Schärfe 10 Druid ist halt das eigentlich gar nicht schon so mehr stark. Fast, ja. Doch, mehr hinter dir, Vorsicht. Hinter dir. Weg, weg, weg. Oh. Autsch. Nice, jetzt kann ich auch mal damit kämpfen. Ich habe noch gar nicht damit gekämpft. Oh, ach, yes. Du hast es jetzt ja nur in der Hand. Ja. Ah, genau. Ich ja, habe noch nie damit gekämpft. Was sind diese richtig schwarzen Erze? Die kenne ich gar nicht. Öl. Hä? Öl? Hm, kann mitnehmen, können wir verarbeiten, da kann man Brennstoff draus machen. Okay. Wir können eine Nuclear Bomb Chase Plate machen. Und man, ja, kann einen, man kann eine Atombombe machen. Wir müssen eine Atombombe machen. Sorry, es gibt nichts. Geht nicht anders. Wir müssen eine Atombombe machen. Wir können machen. Einen Nuklearreaktor bauen. Dafür brauchen wir einen Nuklearreaktor. Aber wir brauchen ja keinen Strom. Also C4, Bombshell. Bombshell aus Aluminium. Nuklearreaktor brauchen wir aus Iron Parts. Easy. Reactor Chain, Graphite Rod. Auch Graphite macht man aus Feuerstein. Easy. In der Refinery oder was? Nee, einfach nur schmelzen. Easy, super easy. Nuklearreaktor Core brauchen wir Refined Uranium. Das ist einfach nur Uranium in Ingot zusammengepackt. Uranium schmelzt man einfach. Plutonium brauchen wir noch. Ist ja super easy. Wir können das machen. Oh ja, mein Gott. Also, oh mein Gott, wir machen eine Atombombe. Wir machen eine Atombombe. Ich wusste nicht, als wir dieses Projekt machen, dass wir eine Atombombe machen werden können. Das ist mega, mega stark. Ich wusste es gerade auch nicht. Wir machen eine Atombombe. Sonst hättest du den Mob wahrscheinlich rausgenommen. Warte mal, Atom. Oder wie heißt die denn? Nuklear. Mit C. Ja, auf Englisch. Ja, Nuklearbombe. Hm. Wir haben alles gecheckt, gerade das ganze Rezept. Wir können eine Atombombe machen. Ja, können wir eigentlich herstellen. Ja, deswegen nehme ich das auch mit jetzt hier alles. An die Produktion. Hui, Leute, es gibt richtig viel Schaden tatsächlich, wenn man das abbaut. Ich habe rote Beete hier. Ja, weil das radioaktiv ist, Leute, hier den Rohstoff, den. Deswegen muss man da aufpassen, wenn man den abbaut. Aber man sollte ihn auf jeden Fall abbauen. Weißt du, wie viel Schaden das macht? Ich traue mich nicht, das nächste abzubauen. Ein Herz macht es. Nur ein Herz? Echt? Dann war ich ja richtig low. Also, wenn du immer das Erz schlägst, dann kriegst du Schaden. Ah, okay, okay. Hm, so, ich esse mir mal, ich baller mir mal einen Cheeseburger rein, damit ich mal schneller regeneriere, Leute. So, seht ihr, direkt voll. Cheeseburger ist ja krass. So, und jetzt baue ich ab und... Ja, okay, anderthalb. Und zack, guck hier, da ist das Obsidian am Start. Nee, warte mal. Hier, das ganze Feld hier, jetzt hier, kommt ein kleiner Zeitraum. Wir das alles hier fleißig abbauen. Los geht's. Wir haben alles einfach weggefahren. Ich meine, guck dich mal um hier. So, den... Boah, Lava im letzten Moment noch. Zack, hier wieder zu. Das hier alles war ein Lavasee. Wir haben ihn einfach abgebaut, Leute. Oh Gott, Alter. Da hat einfach... Oh nein. Der schießt einer auf mich, ne? Aber trifft doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Skelett, das auf mich geschossen hat. Ich habe nur 4 Herzen noch gehabt. Aber wir sind oben. Wir haben es jetzt verdient, hier die fette Rüstung zu machen. Oh, du hast dich schon am Start. Da ich muss hab's mir jetzt eben gecraftet. Da muss ich natürlich direkt nachlegen. Oh, gönn dir das gleich mal, das würde dich freuen. Oh, geil, Leute. Wunderschön, alles hier. Komm hier, kann weggeschmissen werden, diese Rüstung. Wir ziehen jetzt natürlich hier die beste neue Rüstung an. Komplett verzaubert sie direkt aus. Sie ist jetzt, die ist flame resistant. Man kriegt einen Health Boost. Oh Mann, 2 Schlagen, Lagen, ja. Leben. Feuerschutz 4 und immovable. Das heißt wahrscheinlich, ich kann dich jetzt, wenn ich dich schlage, ja, dann fliegst du nicht weg. Also ja, normalerweise fliegt man ja weg, aber wenn ich hier mit der Rüstung wird man nicht... Das ist eine kranke Rüstung. Die ist zu krank, Leute. Schaut es euch an. Die ist einfach zu krank. Ich muss jetzt hier mich voll essen mit wunderschöner Butter. Wahrscheinlich müsst ihr eigentlich was Besseres essen, damit unser Leben schnell hochgeht. Aber wir haben jetzt doppeltes Leben einfach. Wo bauen wir eigentlich unser Nether-Portal auf? Bisschen direkt weit weg, dass es nicht so blöde klingt die ganze Zeit. Oh, Käse hast du ja gesagt, ist lecker, ne? Nehme ich mir auch mal Käse mit vielleicht. Ich tue auch vor allem jetzt schon mal Uranium, tue ich jetzt schon mal hier in den in unsere Kiste in die Schmelze, dass wir da ordentlich was von bekommen. Die Ofenkartoffeln sind alle am Start. So, die kommen hier rein. Sehr gut. Wir haben mein Inventar schön sortiert. Und vor allem ist es hier, ne? Uranium wird gemacht. Und wenn ihr euch das Uranium mal anschaut, Leute, hier, da kann man nämlich so auf diese Art und Weise, nee, habe ich mich schon mal vertan, aber hier Uranium Refined, so rum. Zack, Refined Uranium bekommen wir dann nämlich raus. Das ist genau das, was wir brauchen. So, sehr schön. 3 Refined Uranium haben wir schon. Und das ist einer der wichtigsten Bestandteile hier für unsere Atombombe. Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Es kommt direkt in die Wertvollkiste rein.
Geil, geil, geil. Aber wir brauchen eben auch, um die Atombombe machen zu können, brauchen wir hier ein Nether-Portal. Genau, die Ecken hast du richtig gemacht. Genau, ich wollte in die Ecken, wollte ich nämlich was, hier. Genau. Obsidian natürlich nochmal. Einmal, da drüben, einmal und noch einmal, noch einmal. Und jetzt hier, TNT ist ganz wichtig. Weg da. Nee, 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 wir machen das schon hübsch, das TNT kannst du hier, das kannst du. Nein, das ist doch schön! Ey! Wir lassen nicht das TNT da drinne, vor allem nicht, wenn wir hier mit dem Feuer rumspielen. Das ist schon richtig so! TNT ist ganz wichtig, damit auch klar ist, wofür wir hier reingehen, um zu sprengen. Zack, zack. Und einmal ein schönes Feuerzeug. Hast du Feuerzeug schon, soll ich machen? Ich habe keinen Feuerstein. Der Feuerstein habe ich aber gefunden schon, warte. Da war hier am Start. Ja. Ein Feuerstein und ein Eisen. Und damit haben wir unser Feuerzeug. Und dann zünden wir nicht das TNT hier oben an, sondern natürlich nur hier ganz brach unten das Portal. Auf geht's, Leute, für das TNT! Rein geht's jetzt hier in die Hölle. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht bei den ganzen Mobs. Hoffentlich habe ich es normal und nicht nochmal irgendwelche krassen Monster, die wir noch nicht kennen. Wow, 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 wow. Die Zone ist hier unten halt nur halb so groß. Okay. Oh, Vorsicht! Aber da wir oben ja schon eine riesige Zone haben, sollte das ganz fix gehen. Ja. Wir brauchen nur ein bisschen Glowstone, dann können wir sofort wieder. Dann können wir direkt wieder raus. Vor allem hier oben ist direkt ein Gast, Vorsicht, und da hinten ist eine Festung, wie du sehen kannst. Aber wir müssen eigentlich gar nicht zur Festung direkt. Wir brauchen wirklich nur den Glowstone. Wo ist Glowstone? Genau über uns an der höchsten Decke. Lass uns mal gucken, ob wir hier irgendwo sonst noch Glowstone finden. Noch gar nicht so viel zum Bauen. Wobei, ich kann ja zum Bauen was nehmen von denen. Und ich muss mir auf jeden Fall voll essen, Leute, damit mein Leben mal hier mal ordentlich ansteigt. Das wäre wichtig. Ja, wo bist du? Bist du nach oben? Ich hab mich hier am Rand lang gebaut. Okay. Perfekt. Bauen jetzt einfach ab. Ja, mach. Warte noch eine Sekunde, dann sehe ich es auch noch. Ist eine riesige Ader, ist alles gut. Ich baue die komplett ab. Wo hast du abgebaut? Ich habe da jetzt eine riesige Ader, die habe ich nur einen Block habe ich da gesehen. Okay. Oh, jetzt können wir wieder verschwinden. Magma Cube ist auch hier am Start. Oh Gott. Wir werden schon mal schauen. Aber du hast Glowstone, ja, du hast Glowstone. Ich habe ihn, wir können abhauen. Okay, dann wollen wir gar nicht länger als unbedingt nötig. Oh Gott, bevor unser Portal zerschossen wird, weil dann kommen wir nicht nach Hause. Und wenn ich nicht nach Hause komme und wir einmal du hast sterben. Feuerzeug. Ja, aber ich will kein Risiko eingehen. Los, rein. Und. Ich komme. What? What the fuck? Wo zur Hölle sind wir gespawnt? Ja, da vorne ist unsere Insel. Wir sind irgendwie, unser Portal hat es wahrscheinlich irgendwie umgehauen. Da ist unsere Insel. Und da farmt auch schon schön das Gunpowder. Das brauchen wir natürlich auch noch hier für unsere Atombombe, Leute. Wir kommen hier wirklich immer näher daran. Mega nice. Unser Portal steht und wir haben Glowstone. Zeig mal einen Glowstone. Wo hast du ihn? Ja, hier, ich packe ihn in die Wertvollkiste. Sehr schön. 48 Glowstone, Leute. Das sollte reichen, denn wir brauchen hier nur ein ganz bisschen hier. Ein Refined Plutonium brauchen wir. 5 Plutonium. Das heißt, 5 mal 4 brauchen wir. 5 mal 4 sind 20. 20 Glowstone-Staub brauchen wir. Nice, Leute. Wir brauchen extremst viel Feuerstein, der dann gebrannt ist. Das wird auch noch eine große Aufgabe. Stimmt, Feuerstein können wir aber aus Gravel unendlich machen. Leute, geil, wir sind auf dem Weg. Ich wusste vor dieser Folge nicht, dass wir sogar auch noch TNT und vor allem eine Atombombe machen können. Das Projekt wird ja immer besser. Das ist Minecraft gefangen. Ich hoffe, euch gefällt es. Falls ja, drückt einen Daumen nach oben. Schaut euch die nächste Folge an. Die gibt es natürlich bei Logo auf dem Kanal. Wir laden abwechselnd hoch und der Link zu seinem Kanal ist unten in der Beschreibung. Also sucht einfach nach Minecraft gefangen hier und das war's für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.